Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Whiteness und mit dem komischen Rätsel hier. So, ich überlege nochmal. Wie gesagt, das Einfachste wäre natürlich einschließen. Wenn ich hier ausklammere, kriege ich das irgendwie... Also ich habe immer noch das Gefühl, das muss in diesen Säulen zusammenhängen. Gehen wir jetzt mal davon aus, wie gesagt, die Säulen wären nicht. Dann wäre ja... Die Säule ist. Gut. Dann wäre ja die Säule ebenfalls. Das heißt, ich könnte die ja so ausklammern. Hier geht's ja nicht, weil ich ja nicht rüberkomme. Könnt ihr so, warte mal, das muss ich mal machen. Versteht ihr fast. Also ich klammer mal die so aus. Hier geht's ja nicht, weil da die Scheibe kaputt ist. Okay. So. So, jetzt gehe ich noch kurz mal anschauen, wie es jetzt aussieht. So. Ja gut, dann wäre das ja eigentlich so außen, ne? Das ist abgezweigt. Und jetzt? Hier runter. Ja, dann ist dieser hier, da kann ich durch, also ich muss hier runter. Oder hier. Dass die abtrenne. Oh Mann, in die Falle das rechts gleich so. Da mal versuchen. Keine Ahnung, ob das geht. Ich habe also hier komme ich ja nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss runter. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass das Flugzeug vorbeifliegt. Hört ihr es? So, Überschallknall, so weg ist es. Könnte ich und ich gehe noch eins weiter runter. So. Und jetzt habe ich hier eine Säule. Ich sehe jetzt noch keine Säule. Ich habe keine Ahnung, ey. Funktioniert wieder nicht. Wie könnte das gehen? Oh, der Schwarze ist mit dem Weißen verbunden. Warte mal, wenn ich hier runter, ich gehe mal hier ganz nach unten. Vielleicht haben wir es bald. Mal schauen. Also so. Dann so. So, 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 so. Tatsache! Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt sind die Schwarzen nicht beieinander und die Weißen nicht beieinander. Ach, super. Warum nicht gleich so? Okay, gut, nächstes Rätsel. Hat mir vorhin schon mal angespielt, muss wieder löschen hier. So. Also. Das ist fast gegeben, weil ich da durchlaufen muss. Okay. Dann überlege ich mir natürlich jetzt, wie das natürlich funktioniert. Ich denke, ich muss diese Zeichen hier irgendwie einbauen. Drei Blöcke. Vielleicht, dass ich das so mal mache. Zwei Blöcke. Da muss ich eine gerade Linie noch haben.
unten oder oben durch? Ich würde sagen, das naheliegendste. Hä? Also, warte mal. Also, versuche ich es mal. Wieder Falltaste, mein Gott. Also, tue ich es mal so. So, ich gehe mal kurz zurück, um das mal genau anzuschauen, wie das jetzt aussieht. So, jetzt habe ich ja die Form noch nicht wirklich. Nee, die fehlt noch. Also ich muss hier sicher noch das verbinden. Ich tue es am besten abschließen. Da habe ich sicher die Form. Und dann das nächste liegende Bett, das hier. Mit 4 rüber. Ja, ich versuche es einmal. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Wir werden es dann sehen. Hey, ich habe mal richtig gedrückt, der Wunder. Also, so. So. Hm. Ist ja auch ein Hindernis. Zumindest käme ich ja gar nicht vorbei, oder? Nee, komme ich nicht vorbei. Wie könnte das funktionieren? Wenn ich die Form anders baue. Vielleicht müssen die Formen genau so drin sein, wie sie da stehen. Die Frage ist, muss die Form, die so aussieht, muss die an dem anschließen? Das ist echt die Frage, ob das wirklich sein muss. Oder wenn wir jetzt hier mal sowas machen würden, dann hätte ich die 4. Dann wird mit die andere Form. Aber für das Teil ist verkehrt. Mal schauen, ob es mit den Hindernissen aufgeht. Okay, also nochmal. Dann haben wir so. Ja, Problem ist, der Start hat sich verschissen. Ich muss ja irgendwie. Ich muss ja da rein. Warte mal. So. Jetzt bin ich genau gleich auf dem Weg, ne? Bin ich auf dem gleichen Weg wieder. Moment. Okay, so. So. 4. Ist zu groß. Es ist zu groß. Ah, warte mal. Muss ich das vielleicht. Warte mal, muss ich da vielleicht bescheißen? Kann ich jetzt bevor das. Nein. Wie kann ich das machen? Kann ich da irgendwie. Warte mal, kann ich wegstehen? Weil der Punkt, der wird mir jedes Mal schon festgelegt, den kann ich nicht ändern. Und das ist eigentlich ein bisschen doof. Das heißt eigentlich, ich wäre eigentlich genötigt, dass ich diesen Weg nehme, von Anfang an schon.
wo ich den vielleicht gar nicht möchte. Da muss ich das auch irgendwie so machen. Ich habe gar nicht wirklich die andere Möglichkeit dafür. Weil es gäbe eine Möglichkeit, dass ich das Ding hier so in die noch bastle. Das so ihn mache und dann müsste ich natürlich hier rüber und so rein, aber das geht ja nicht. Ich kann das nicht auf Null stellen von hier. Das, klar kann ich. Warte mal, das geht. Jetzt habe ich es mal anders gemacht, aber jetzt hätte ich das irgendwie anders machen müssen. Die Mistratten! Von hier hinten könnte ich das jetzt, könnte ich das annullieren. Geht das mal. Okay, so ist es auch mal andersrum. Versuche ich es mal. Warte mal, jetzt überlege ich mal kurz, wie ich es machen wollte. Wollte ich mal das hier so mal starten? Jetzt einfach mal auf der anderen Seite mal rum. Nein. Oh, nee, hat nicht hingehauen. Oder ich so sehe, haben wir jetzt wirklich, wir haben es wirklich seitverkehrt jetzt. Wir haben ein langes da unten. Und ein Winkel da. Das lange da unten. Das kann ich gar nicht formen. Ich kann es nicht formen. Mal. Das wäre eigentlich da. Ach so, wäre es formbar. Moment mal. Moment mal. Ich könnte es natürlich so formen, indem ich vom Ausgangspunkt hier rüber gehe und das reinnehme. Und dann wäre das hier. Hier das Feld wäre. Ja, das Feld wäre dann die drei. Wie kannst du suchen? Also so. So. Jetzt müsste eigentlich das andere, müsste jetzt eigentlich mal so drin sein, ne? Um 4, gut. So, jetzt kurz schauen. Und jetzt. Puh. Das ist, so einfach geht es gar nicht. Jetzt habe ich das Problem wieder, dass ich das ja nicht mehr reinkriege. Problem ist, das Vierer kriege ich ja nur so rein. Weil hier ich nicht durchkomme. Wie mache ich das jetzt, dass ich wieder die gleiche Form habe? Mit dem da drin. Das ist tricky. Das ist echt tricky. Ob das zusammen funktioniert?
Ich aus dem, Ah, ich weiß echt nicht, ey. Weil grundsätzlich wäre das ja die Form. So. Ja, natürlich geht es natürlich wieder nicht. Mal kurz schauen, wie es aussieht, genau. Ja, wir haben halt schon nicht. Also bei eins mehr habe ich da noch. Da wären schon vier, das würde ja schon stimmen. Aber da haben wir keine. Das, die andere Form haben wir nirgends. Na gut, ich werde mir Gedanken machen, wie es genau funktionieren könnte. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Gott, was für ein Rätsel.